Ja, grüß Gott, so sagt man bei uns im Süden der Republik. Liebe Monika, lieber Sven, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal herzlichen Dank für eure Einladung. Was für ein schöner Sonntag. Applaus. 20.000 Megawatt Photovoltaik im Moment im Netz in der ganzen Republik Deutschland. Ein herzlicher Dank an den Mittelstand, ein herzlicher Dank an all diejenigen, die das in Deutschland ermöglicht haben, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, zunächst nochmal Glückwünsche auch im Namen der Bundespartei an dir, liebe Silvia, zu deinem Hammerwahlergebnis. Mir war völlig klar, dass die Hannelore Kraft es nicht unwidersprochen lassen kann und nachlegen muss. Ich finde, ich habe da kein Problem damit, solange die Reihenfolge immer stimmt. Wir Grüne legen auf und die SPD legt nach. So soll es auch weiterhin bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Glückwünsche natürlich auch an alle anderen Kandidaten und Kandidaten zu den tollen Ergebnissen, die ihr vorgelegt habt, auch zu der Art, wie ihr euren Parteitag organisiert. Ich habe scherzhaft schon gesagt, wir machen es in Berlin genauso, liebe Freundinnen und Freunde. Hör ich da Lacher? Ich hatte das Gefühl, da haben Einzelne gelacht, da müssen wir nachher kurz drüber reden. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns in den letzten Jahren ja schon öfters im Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen gesehen, sei es beim Bundestagswahlkampf, sei es beim Landtagswahlkampf, sei es bei Kommunalwahlen. Ich hatte mich ja eigentlich auf ein wahlarmes Jahr dieses Jahr eingestellt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Erst hatten wir mit der Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten eine sehr schöne Wahl, über die wir, glaube ich, immer noch alle sehr froh und sehr glücklich sind, liebe Freundinnen und Freunde. Dann hatten wir im Saarland eine Wahl, wo wir trotz Gegenwind und ohne Regierungsperspektive den Wiedereinzug in den Landtag geschafft haben. Am 6. Mai schließlich wollen wir mit Robert Habeck und gestärkten grünen Nordlichtern in Schleswig-Holstein die 5. Landesregierung von Bündnis 90 Die Grünen in der Bundesrepublik Deutschland sehen. Ja, und dann kommt auch schon ihr dran. Am 13. Mai hat Nordrhein-Westfalen die Wahl. Und bis dahin hängen wir uns gemeinsam rein, damit die Koalition aus SPD und Bündnis 90 Die Grünen eben nicht mehr auf unsichere Kantonisten angewiesen ist und diesmal eine eigene Mehrheit hat, um die nächsten 5 Jahre eine stabile Regierung für Nordrhein-Westfalen und für Deutschland hier in diesem Land zu bekommen. Das soll jetzt keine Drohung sein, aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon gleich nach der Landtagswahl wieder. In Berlin scheint dieser Tage ja so manches möglich zu sein. Liebe Freundinnen und Freunde, die Minderheitsregierung hat Erstaunliches geleistet, wenn man sieht, wie der Umgang der Fraktion vor der Minderheitsregierung war, zwischen Opposition und Regierung. Und auch wenn die Minderheitsregierung jetzt durch eine stabile rot-grüne Regierung ersetzt werden soll, eins muss man doch mal festhalten. Ich glaube, es hat der Kultur nicht nur eures Landes, sondern insgesamt in der Politik gut getan, dass man über Fraktionsgrenzen hinweg versucht, Mehrheiten zu erzeugen. In dem Fall heißt es wirklich, von NRW lernen heißt, andere Umgangsformen zwischen Politikern und zwischen Parteien lernen. Ich hoffe, das gilt auch andersrum, wenn man anderswo andere regieren sollten, dass man mit der Opposition so umgeht, wie ihr mit der Opposition umgegangen seid, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb ergeht nochmal ein herzlicher Dank natürlich an diejenige, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre, an die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin Silvia, liebe Silvia Löhrmann. Du hast diesen Stil maßgeblich geprägt des Umgangs. Es könnte vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass an der Spitze dieses Landes eben 2 Frauen stehen. Kann man auch nachahmen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich will bei den Worten des Dankes natürlich auch die Barbara und den Johannes nicht vergessen, mit ihren Staatssekretären, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien. Und ganz bestimmt will ich nicht vergessen den Fraktionsvorsitzenden Rainer Bricken, der mit einer tollen Fraktion dafür gesorgt hat, dass der Laden zusammengehalten wurde. Auch dafür ein herzlicher Dank, lieber Rainer. Ich will die Gelegenheit aber auch nutzen, mich an die Kollegen und Kolleginnen der SPD zu wenden. Diese Art des Umgangs, wie sie hier gepflegt wurde,
die wollen wir bitteschön auch nach der Wahl so fortsetzen. Wir wollen nicht zurück in die alten Zeiten von Koch und Kellner. Die Zeiten, wo die Grünen Beiboot waren, die sind vorbei, die bleiben vorbei und die kommen auch nicht mehr zurück. Darum, liebe SPD, ab jetzt gibt's Partnerschaft auf Augenhöhe, liebe Freundinnen und Freunde. Übrigens, wenn ich das sagen darf, ein weiterer Grund, warum wir den Kurs der Eigenständigkeit mit Sicherheit nicht aufgeben sollten und auch mit Sicherheit nicht aufgeben werden, liebe Freundinnen und Freunde, gerade wenn wir mit der SPD koalieren wollen, dann brauchen wir Eigenständigkeit, dann müssen wir auch im Wahlkampf betonen, was das Gemeinsame ist. Wir müssen aber auch betonen, wo es die Unterschiede gibt. Und die gibt es halt auch zur SPD. Wir sind nicht die Kohlepartei, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind Anti-Atom, aber halt auch Klimaschutzpartei, liebe Freundinnen und Freunde. Die Zeiten der Minderheitsregierung haben uns aber auch Einblicke gegeben. Einblicke in das Seelenleben und in den Zustand der anderen Parteien im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Da gibt es zum einen mal die Linkspartei. Die handelt nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle, im Zweifelsfall holen wir es uns in Form von Schulden bei der nächsten Generation. Das geht für eine Partei der Nachhaltigkeit wie Bündnis 90 Die Grünen nicht, weil für uns Nachhaltigkeit eben immer nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit war, sondern Nachhaltigkeit hat für uns immer auch bedeutet, dass wir so leben müssen, dass wir auch eben nicht mehr Geld ausgeben, wie uns zusteht in dieser Generation, sondern wir sind eben auch immer die Partei der nächsten Generation. Das ist der Unterschied von Bündnis 90 Die Grünen zur Linkspartei, liebe Freundinnen und Freunde. In diesen Tagen sehen wir aber auch, wie es um das Staatsverständnis der FDP bestellt ist. Der Fall Schlecker ist da ein exemplarisches Beispiel dafür. Man kann es im Grunde so sagen. Erst die Partei, dann kommt lange Zeit nichts mehr und dann kommt irgendwann vielleicht mal Deutschland, Europa und ganz zum Schluss kommen 11.000 Beschäftigte, überwiegend Frauen, in schlechten Arbeitsverhältnissen bei Schlecker. Das ist die Prioritätenliste der FDP. Unsere sieht bei Gott anders aus, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein Wort zu Schlecker, damit da auch keine Missverständnisse aufkommen. Jeder weiß es. Ohne die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, vor allem aber ohne den Existenzkampf der Röslers, der Kubikis und wie heißt euer Spitzenkandidat, der Lindners, hätten wir die Transfergesellschaft, wir hätten eine Lösung für die 11.000 Frauen gefunden. Der einzige Grund, warum es diese Lösung nicht gibt, ist die Existenzangst der FDP. Und da kann ich nur sagen, liebe Freundinnen und Freunde, mit Marktwirtschaft, übrigens, in Deutschland haben wir die soziale Marktwirtschaft seit Ludwig Erhard, hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun, sondern es ist Marktwirtschaft zum Abgewöhnen, liebe Freundinnen und Freunde, was die FDP da zelebriert. Und auch das muss man in dieser Form sagen. Wenn wir schon über marode Substanzen reden, dann muss man sich da auch mal fragen, wie steht es eigentlich um die Marktfähigkeit dieser FDP, liebe Freundinnen und Freunde? Nach den Gesetzen des Marktes dürfte es diese FDP längst nicht mehr geben. Darum sage ich, Dieses abgestandene Angebot der FDP, auch das kann man abwickeln. Bei uns in der Demokratie geht es immer mit dem Kreuz an der Wahlkabine. Deshalb empfehle ich, wer glaubt, dass das nicht gut für unsere Gesellschaft ist, das Kreuz eben nicht bei der FDP zu machen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt 2010 nach 5 Jahren schwarz-gelber Selbstbedienungsjahre dafür gesorgt, dass ein Kurswechsel stattfand in diesem Land. Ihr habt einerseits in die Infrastruktur, die vernachlässigt wurde von Schwarz-Gelb, investiert und andererseits aber eben halt auch dafür gesorgt, dass die Neuverschuldung des Landes von 6 auf 3 Milliarden runtergeschraubt wurde. Das ist der richtige Weg, der fortgesetzt werden muss. Die Haushaltskonsolidierung, die einerseits hilft, Nordrhein-Westfalen fit zu machen für die Schuldenbremse, aber eben auch dafür sorgt, dass notwendige Investitionen in Infrastruktur, in öffentliche Einrichtungen, die Geldkosten nicht unterbleiben. Weil wenn man sie dort einspart, es uns langfristig das Doppelte, das Dreifache, das Zigfache kostet, liebe Freundinnen und Freunde. Darum ist Bündnis 90 Die Grünen eben auch die Partei der Infrastruktur, die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Darum kämpfen wir für geöffnete Turnhallen, darum kämpfen wir für Stadtbüchereien und für Schwimmbäder vor Ort, weil das Demokratie in den Kommunen erfahrbar macht. Wenn es das nicht mehr gibt, dann wickeln wir die Demokratie ab und das braucht man nicht.
Zur sozialen Gerechtigkeit gehört auch dazu, dass ihr eine Eingangshürde für Universitäten, gerade für diejenigen, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, und ich weiß, wovon ich rede, dass ihr die abgeschafft habt, nämlich die Studiengebühren. Auch dafür ein großer Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn wir gerade vom Schuldenmachen reden, Schwarz-Gelb will ja jetzt das Thema Schuldenmachen im Wahlkampf thematisieren. Sollen sie es machen? Wir haben das nicht zu fürchten, liebe Freundinnen und Freunde. Die Schwarz-Gelben sind so ziemlich die Letzten, die sich zum Thema Schuldenmachen äußern sollten. Die sitzen nicht nur im Glashaus, die sind aus Glas in dieser Frage, liebe Freundinnen und Freunde. Wer wie Schwarz-Gelb im Bund jetzt 6 Milliarden Steuersenkungen auf Pump zulasten der künftigen Generation ausgeben möchte, Geld, das uns fehlt in den Kommunen, Geld, das uns fehlt für Nachhaltigkeit, für Gerechtigkeit, der soll über alles reden, nur nicht über Schulden machen, liebe Freundinnen und Freunde. Und besonders absurd wird es, wenn man den Ländern im Süden Europas kluge Vorschläge macht, was ausgeglichene Haushalte, Haushaltskonsolidierung angeht. Und in der Situation, wo die Steuereinnahmen sprudeln und sprudeln, immer noch keinen ausgeglichenen Haushalt im Bund vorlegen kann, der soll erst recht schweigen zu dem Thema, liebe Freundinnen und Freunde. Die FDP blockiert gegenwärtig auf europäischer Ebene die Finanztransaktionssteuer. Übrigens, auch das hat was mit Mittelstand zu tun. Denn jeder Mittelständler weiß ganz genau, der Hochfrequenzhandel, der an der Börse dafür sorgt, dass Unternehmen unabhängig von ihrer Substanz im Sekundentakt hoch und runter gehen, das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Deshalb brauchen wir dringend eine Finanztransaktionssteuer, die uns Einnahmen generiert, die wir brauchen, einerseits für Investitionen in Infrastruktur und andererseits diejenigen, die die Krise an den Finanzmärkten maßgeblich verursacht hat, an der Finanzierung der Kosten beteiligt. Darum muss die Finanztransaktionssteuer kommen. Wenn nicht mit Schwarz-Gelb, dann hoffentlich ab 2013 mit uns an der Regierung, liebe Freundinnen und Freunde. Und übrigens nochmal zum Thema Solidität. Die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer, die der Finanzminister Schäuble gegenwärtig in Brüssel aufgibt, die haben sie schon im Haushalt eingestellt. Ich glaube, wir sagen dazu üblicherweise Luftbuchungen, nur damit man mal sieht, wie Schwarz-Gelb Haushalte plant in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will das nochmal sehr klar sagen. Wir Grünen sind nicht nur eine gesamtdeutsche, sondern wir sind auch eine europäische Partei. Deshalb werden wir uns weder daran beteiligen, wenn die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und anderswo gegen den Mindestlohn, den wir in Deutschland brauchen, ausgespielt wird. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine Hilfe für die Länder im Süden Europas, die neben ihrer Haushaltskonsolidierung auch die sozialen Probleme in ihrer Gesellschaft angehen müssen. Und wir brauchen hier mehr Gerechtigkeit durch einen Mindestlohn, damit Menschen von ihrer Arbeit menschenwürdig leben können. Es ist kein Widerspruch, sondern es gehört zusammen. Und es gilt auch für die Frage Ost-West. Wir spielen nicht die Kommunen zwischen Ost und West Deutschlands gegeneinander aus. Wir wissen, wie es um die Situation der Kommunen im Ruhrgebiet bestellt ist. Auch wir Grüne wissen, dass man den Solidarpakt nicht einfach so mal schnell aufkündigen kann. Aber wenn wir den Kitas, den Schulen, den Büchereien, den Beratungsstellen und Schwimmbädern im Ruhrgebiet nicht helfen und auch anderswo, wo Not ist, und zwar schnell helfen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kriegen wir ein Problem mit der Akzeptanz unserer Demokratie. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir in dieser Gesellschaft brauchen. Auch das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Grund dafür, dass wir dringend die Einnahmeseite des Staates in Berlin verbessern müssen. Darum brauchen wir eine Erbschaftssteuer, die den Namen verdient, und einen Spitzensteuersatz, der dazu beiträgt, dass der Staat Einnahmen hat, die er dann weiterverteilen kann, beispielsweise in die Kommunen, wo das Geld dringend benötigt wird, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst uns mit dem Mehr aufhören, dass die Leute nicht bereit wären, Steuern, auch höhere Steuern zu bezahlen. Ich mache die Erfahrung nicht, wenn ich Veranstaltungen auch mit Unternehmern mache. Sondern was die mir sagen ist, sie wollen wissen, wofür das Geld verwendet wird. Da können wir bei Bündnis 90 die Grünen damit dienen. Wir sagen beispielsweise, wir wollen das Geld von höheren Steuereinnahmen beispielsweise dafür verwenden, dass in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, nämlich in der Bundesrepublik Deutschland, jedes Kind von der ersten bis zur letzten Klasse ein Mittagessen in der Mensa, das in der Schule ist, angeboten bekommt. Gesund,
vollwertig mit regional angebauten Produkten, natürlich Bio, weil wir bei Bündnis 90 die Grünen sind. Das können wir uns leisten, das wollen wir uns leisten, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich meine, die Konservativen nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie konservativ sind. Ich will mal ein wertkonservatives Argument sagen. Das hat auch was mit einer Kulturtechnik zu tun. Wenn man den Kindern beibringt, dass Kochen eine sinnliche Erfahrung ist und dass nicht nur Fast Food dazu beiträgt, dass man den Körper irgendwie füllt. Das hat auch was. Das hat auch was mit der Achtung vor der Schöpfung zu tun. Wenn man lernt, dass die Produkte, die wir da verzehren in der Schule, von Bäuerinnen und Bauern mit ihrer Händearbeit hergestellt worden sind und dass das was mit Achtung vor ihrer Arbeit zu tun hat, aber eben auch mit Respekt vor Lebensmitteln zu tun hat, dass man sich zusammensetzt, gemeinsam isst, auch das ist eine Kulturtechnik, die müssen wir unseren Kindern vermitteln. Die werden wir aber nur vermitteln bekommen, wenn das Essen nicht Matschepampe angerückt wird in die Schule, sondern in der Schule, in der Mensa hergestellt wird. Ich weiß, das ist teuer, aber es ist es wert. Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, muss der Irrsinn im Quadrat mit dem Betreuungsgeld gestoppt werden, und zwar sofort gestoppt werden. Kein Cent! Wir haben keinen einzigen Cent zu vergeben dafür, dass man die Kinder nicht in die Kita steckt. Das ist doch absurd. Das wäre doch genauso, wie wenn man sagt, jemand, der nicht eine Theatervorführung besucht oder nicht in die Oper geht, kriegt Geld dafür, weil er eine staatliche Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt. Ich meine, geht's noch? Das ist doch ein Aprilscherz, liebe Freundinnen und Freunde, das Betreuungsgeld. Das muss abgewickelt werden. Und wenn ich gerade beim Thema Bildung und Schule bin, dann will ich auch die Gelegenheit nutzen, zu eurer schwierigen Schulreform zu gratulieren. Wir wissen, dass das nicht einfach ist, siehe Hamburg. Wir haben da auch selber schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Und ich will auch das klar sagen. Es hätte die Schulreform in Nordrhein-Westfalen nicht gegeben ohne die Grünen. Und es hätte die Schulreform vor allem nicht gegeben ohne Silvia Löhrmanns beharrlicher Kampf für eine Schulreform über die Fraktionsgrenzen hinweg. Es gibt faule Kompromisse und es gibt gute Kompromisse. Das ist ein Kompromiss, mit dem alle, die sich daran beteiligt haben, gut leben können, weil alle sich gleichermaßen bewegt haben. Ein Kompromiss, der jetzt natürlich mit Leben gefüllt werden muss und ein Kompromiss vor allem, der eines macht, und das sage ich auch als Vater, der die Kinder und die Eltern mitnimmt. Ein Schulkompromiss, der den Kommunen vor Ort ermöglicht, dass sie angesichts der demografischen Entwicklung für sich entscheiden können, was jeweils vor Ort für sie das beste Modell ist. Und das kann eben auch die Sekundarschule sein, die wir jetzt mit durchgesetzt haben. Liebe Freundinnen und Freunde, auch das passt zu den Grünen, dass wir eben nicht per Ordre de Mufti aus der Landeshauptstadt sagen, wir wissen besser, was für die jeweilige Kommune richtig ist, sondern grüne Politik ist eine Politik, die ermöglicht. Grüne Politik ist eine, die auf emanzipatorische Lösungen setzt. Grüne Politik ist eine, die sagt, vor Ort weiß man am besten, was für die Menschen vor Ort am besten ist. Auch das finde ich gut. Und diese Politik, die kann nur von uns in dieser Form fortgesetzt werden. Darum hoffe ich, dass Silvia Löhrmann auch bei der nächsten Regierung wieder stellvertretende Ministerin und Bildungsministerin wird, damit das fortgesetzt wird. Ohne uns geht es nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Aber jetzt muss ich doch noch mal was zum Koalitionspartner sagen. Über die CDU sage ich jetzt an der Stelle nichts, weil die haben den weitesten Weg noch zu gehen in dieser Frage, auch wenn sie in Nordrhein-Westfalen eine gute Wegstrecke zurückgelegt haben. Übrigens könnt ihr mal eurer CDU hier sagen, sie sollen mal mit der CDU in Baden-Württemberg und in Bayern und in Hessen reden, was Bildungspolitik angeht. Also ich glaube, die CDU hier würde der CDU im Süden der Republik sagen, auf die Grünen hören in der Bildungspolitik, dann hast du einen guten Kompass, das ist das Beste für die Kinder, liebe Freundinnen und Freunde.
Aber zurück zur SPD. Ich habe nicht vergessen, dass die in der Großen Koalition in Berlin das Kooperationsverbot abgeschafft haben. Absurd im Quadrat, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe nicht vergessen, wie die in einem Akt von Irrsinn sich zusammengesetzt haben. Das kommt übrigens raus, wenn große Koalitionen gemeinsam Politik machen, an die Adresse der SPD gerichtet, die ja manchmal auch ein bisschen sich mit dieser Lösung abzufinden scheint und das Kämpfen vergisst. Liebe Freundinnen und Freunde, das Kooperationsverbot hat dazu beigetragen, dass der Bund in der Bildungspolitik vollständig vom Platz sich hat gestellt. Die SPD tut so, als ob sie damit nichts mehr am Hut hat. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Die Silvia kennt unsere gemeinsamen Debatten mit unserem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Ich drücke mich also diplomatisch aus. Jetzt sage ich was, da sind wir uns sicherlich einig. Winfried Kretschmann, Silvia, ich und alle. Niemand von uns will, dass Frau Schawan oder Herr Rösler sich in die Schulen in Nordrhein-Westfalen oder anderswo einmischt. Das wird es auch mit uns nicht geben. Das wollen wir nicht, sondern die Bildungspolitik bleibt natürlich bei den Ländern, liebe Freundinnen und Freunde. Aber was spricht eigentlich dagegen, dass wir mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern ermöglichen? Und beispielsweise so wie in Finnland, bei uns die Bundesregierung, das von mir bereits angesprochene Beispiel des Schulmittagessen, über den Bund finanziert. Kann mir mal irgendjemand erklären, was dagegen sprechen soll, dass der Bund Geld in die Hand nimmt und die Schulmensen in der ganzen Republik, in allen Schulen finanziert? Das hat doch nichts damit zu tun, dass der Bund dann den Föderalismus quasi rückabwickelt. Das, finde ich, muss möglich sein. Und für diese Grundgesetzänderung sollten wir gemeinsam kämpfen und die Mehrheiten dafür erzeugen, liebe Freundinnen und Freunde. Stattdessen hat Berlin, weil sie eben das selbst verursachte Kooperationsverbot irgendwie nicht drum rumkommen, ein sogenanntes Bildungs- und Teilhabepaket aufgelegt. Ein Paket ist es mit Sicherheit. Mit Teilhabe hat es allerdings herzlich wenig zu tun. Ein aufwendiges Antragsverfahren, ihr kennt es vor Ort, führt dazu, dass die Bilanz zwischen Aufwand und Ertrag in einem Missverhältnis ist. 30% der eingesetzten Mittel gehen in die Verwaltung. Ich kenne kein anderes Programm, das die Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegsgeschichte aufgelegt hat, wo das Verhältnis von Aufwand und Ertrag so in einem schlechten Verhältnis sind. Deshalb weg mit dem Paket und das Geld direkt in die Schulen, wo es hingehört. Da ist es besser aufgehoben. Die wissen besser, was man mit dem Geld macht. Und es gibt ein weiteres Thema, dass wir neben der Bildungspolitik Schwarz-Gelb besser nicht überlassen sollten. Ich gucke gerade auf den Johannes. Wo ist er? Sehe nicht. Unser Minister Johannes. Wo sitzt er? Okay, Johannes kämpft draußen für die Energiewende. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Ich rede von der Energiewende, liebe Freundinnen und Freunde. Und da gibt es aktuell in Berlin zwei, die dafür zuständig sind. Der eine, der Philipp Rösler, den kennt ihr quasi, der Chuck Norris der deutschen Politik. Das ist... Jetzt, falls ihr nach dem Parteitag im 1. April mal Zeit habt, guckt mal auf die Chuck Norris Seiten, die sind wirklich klasse. Also wenn ich mal anfange depressiv zu werden, weil ich zu viel FDPler gehört habe, dann gucke ich da mal rein, das baut einen richtig wieder auf, dann weißt du irgendwie, es gibt doch nur das Gute in der Welt. Also um bei Chuck Norris zu bleiben, das ist so ein bisschen mit dem Rösler wie bei Chuck Norris. Die FDP ist eigentlich tot, aber der Tod traut sich nicht, das der FDP zu sagen, weil ich meine... Ich hätte da auch Angst. Das ist übrigens derselbe Philipp Rösler, der vor der Wahl im Saarland gesagt hat, dass die saarländische Wahl eine Schicksalswahl wird und entscheiden wird über die Zukunft der FDP. Ich finde, er hat Recht behalten. Der Mann versteht was von seinem Geschäft. Und jetzt sagt er ja, dass es bei der nordrhein-westfälischen und der vorschleswig-holsteinischen Wahl wird es genauso sein. Ich finde, auch da hat er recht. Das muss genauso sein wie im Saarland. Auch da helfen wir mit, dass er wieder recht behält, der Philipp Rösler. Bleibt bei uns möglichst lange als FDP-Vorsitzender erhalten. Allerdings in der außerparlamentarischen Existenz, liebe Freundinnen und Freunde. Und das kann ich mir jetzt natürlich nicht verkneifen an der Stelle. Irgendwie scheint der Mann auch ein Problem mit Fröschen zu haben. Ich weiß nicht, was Frösche ihm in seiner Kindheit getan haben. Überall, wo er welche sieht, will er sie kochen, mit kochend heißem Wasser. Und seine Fantasie macht ja noch nicht mal vor seiner eigenen Chefin, vor der Bundeskanzlerin halt. Also
Ich finde, das ist eigentlich ein Fall für eine Therapie, finde ich, wenn man seine Chefin in heißem Wasser kochen möchte und als Frosch vor sich sieht. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie bei den Kabinettssitzungen ablaufen. Rösler schaut auf die Kanzlerin, sieht einen quakenden Frosch vor sich, will einen Kochtopf und sie da reinstecken. Also, das waren selbst in den schlimmsten Zeiten von NRW niemals die Umgangsform zwischen SPD und Grünen. Wir wollten uns nicht kochen. Da finde ich... Okay. Ich sehe schon, ihr habt besondere Erfahrungen hier mit der SPD gemacht. Ich sehe schon. Übrigens, einer von den dreien, die da jetzt im Bund gerade kandidiert, kommt ja aus eurem schönen Bundesland und hat da Erfahrung gemacht mit den Grünen. Da kann ich ihm nur sagen, ich weiß ja nicht, ich will mich ja nicht einmischen in die SPD-Kanzlerkandidatenfrage. Wir haben da gerade so ein paar eigene Debatten bei dem Thema. Aber das will ich schon sagen. Gucken Sie sich rechtzeitig um bei Frau Kraft, wie die Grünen heute aufgestellt sind und wie das heute funktioniert. Garantiert nicht so wie früher. Das kann ich ihm jetzt schon empfehlen. Da würde er sich gut vorbereiten, wenn er später keine Probleme bekommen will ab 2013. Liebe Freundinnen und Freunde, aber wenn wir gerade bei der FDP sind, man traut ihnen ja vieles zu. Ich habe mir heute überlegt, heute ist ja der 1. April. Ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt die FDP noch sagt, als ein Beitrag zur Einbürgerung des Islam, schlagen sie vielleicht vor im Vorfeld von Ostern, dass man Osterhasen schächtet, quasi so als eine Art Verbindung zwischen Islam und Christentum. Also mich würde nichts mehr wundern bei dieser FDP. Heute habe ich in der FAS auf der Seite 1 gelesen, leider genauso ein April-Scherz, dass Maschmeyer für die FDP eintritt und eine Millionenspende gleich noch locker macht. Aber eins müsst ihr zugeben, zuzutrauen wäre es ihnen. Zuzutrauen wäre es ihnen. Ich will nicht wissen, wie viele Zuschriften die jetzt bekommen werden von Bürgern, die das ernst nehmen, weil sie denken, na ja klar, das passt doch zur FDP. Ich meine, ich will jetzt nicht zu lang reden, aber mir wird noch eine lange Liste von Leuten einfallen, die ich der FDP ebenfalls als Mitglieder empfehlen würde, aber das machen wir ein anderes Mal. Ja, dann gibt es ja noch den anderen, Norbert Röttgen, seines Zeichens Umweltminister und jetzt hier Kandidat für die Union. Ich habe gehört, gelegentlich schaut er auch hier mal vorbei in Nordrhein-Westfalen, wenn er Zeit hat. In Berlin macht das übrigens genauso, da schaut er auch gelegentlich vorbei, wenn es um das Thema Energiewende geht. Zähne gegen die Atomlobby bei den Röstlers, aber auch in der eigenen Fraktion hat er leider keine mehr. Ich glaube, der trägt mittlerweile so eine Art Kunstgebiss, wenn es um das Thema Energiewende geht. Mit seinem Kniefall vor der eigenen Fraktion und vor der Regierung in Sachen Photovoltaik, liebe Freunde und Freunde, hat er endgültig gezeigt, man kann den Röttgen alles nennen. Nur ein Modernisierer in der Union in Sachen Umweltpolitik ist er spätestens nach dem Ende der Photovoltaik in Deutschland nicht mehr, liebe Freundinnen und Freunde. Ich meine, das ist doch so irgendwie zum Haare ausraufen. Da haben wir eine Energieform, die einzig und allein deshalb abgewickelt werden soll, weil sie zu erfolgreich ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da boomt eine Wirtschaftsbranche, schafft 130.000 Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland. Die Unternehmen haben die Produktionskosten in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt. Und dann beschließen der Bundeswirtschafts- und der Umweltminister zusammen, dass zu viel Nachfrage besteht und man deshalb über Nacht quasi die Geschäftsgrundlage entziehen muss. Ich habe gelernt, soziale Marktwirtschaft und Ordnungspolitik heißt, dass man Planungs- und Investitionssicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen in der Wirtschaft braucht, damit sie wissen, wohin die Reise geht, und zwar mittel- und langfristig gesehen. Das, was die hier machen, das ist eine vollständige Außerkraftsetzung aller Gesetze der Marktwirtschaft. Darum sollten sie bitteschön auch nicht so tun, als ob sie was von Wirtschaft verstehen würden. Das Gegenteil ist der Fall, liebe Freundinnen und Freunde. Die Obergrenze für den Bau von PV-Anlagen, die Rösler und Röttgen jetzt beschlossen haben, das wäre, um bei einem aktuellen Beispiel zu bleiben, ungefähr so, wie wenn Jogi Löw seiner Nationalmannschaft sagen würde, ihr dürft bitteschön pro Spiel maximal ein Tor schießen, denn wenn wir zu viele Tore schießen, besteht die Gefahr, dass wir Europameister werden. Also ich kann nur sagen, zum Glück heißt der Bundestrainer Löw und nicht irgendwie einer aus der Freakshow von Schwarz-Gelb in Berlin. Vielleicht muss man den nochmal klar machen. Es geht hier um die Energiesicherheit der viertgrößten Volkswirtschaft.
Darum ist es höchste Eisenbahn, dass wir endlich einen Masterplan Energiewende bekommen, der im Turbogang drauf drückt, dass die intelligenten Netze kommen, die wir brauchen, die Speichertechniken kommen, die wir brauchen, Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare, endlich der Schalter umgelegt wird, es vorangeht. Die Wirtschaft wartet drauf, die Gewerkschaft warten drauf, alle in dieser Gesellschaft warten drauf, die einzigen, die gegenwärtig bremsen, sitzen in Berlin, heißen schwarz-gelb und die müssen weg, liebe Freundinnen und Freunde. Ein weiterer Meilenstein eurer 2 Jahre Regierungsarbeit ist die Integrationspolitik. Mir hat es gut gefallen mit dem Integrationsgesetz. Vor allem hat mir gut gefallen, dass ihr gesagt habt, Integration durch Bildung. Weil es eben klar macht, dass es im Kern nicht um eine religiöse oder ethische Frage geht, wie ja oft immer dargestellt wird, sondern um eine soziale Frage geht bei den Fragen der Integration, liebe Freundinnen und Freunde. Dazu gehört, dass ihr den islamischen Religionsunterricht ermöglicht habt, auch den alevitischen Religionsunterricht. Dazu gehört, dass ihr dazu beitragt, dass wir alle Religionen in dieser Republik auf dem Boden der Verfassung gleich behandeln. Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Beitrag zur Integration. Ich will aber auch was zu dem ernsten Thema sagen, nämlich zu den rechtsterroristischen Morden. Jetzt haben wir genau das, was viele von uns hier immer befürchtet haben. Nämlich, dass wir, nachdem die ersten Informationen über die Zwickauer Terrorzelle rausgekommen sind, wieder praktisch ausschließlich über das NPD-Verbot diskutieren. Ich will klar sagen, wenn die Grundlagen für ein NPD-Verbot da sind und sie müssen geschaffen werden, dann sind wir die Letzten, die sagen, die NPD soll nicht verboten werden. Natürlich muss sie verboten werden. Aber das ist nicht das Einzige, nicht das Alleinige und ist das entscheidende Problem bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus. Wer sich nur mit der NPD beschäftigt, der gräbt nicht tief genug. Wir müssen tiefer graben, liebe Freundinnen und Freunde, um die Ursachen dieser rechten Brut zu beseitigen. Deshalb müssen die Taten lückenlos aufgeklärt werden. Da werden wir überall dort, wo wir in den Untersuchungsausschüssen sitzen, da könnt ihr euch drauf verlassen, keine Ruhe geben, bevor das passiert ist. Wir müssen aber auch Lehren draus ziehen. Und eine der Lehren heißt, dass künftig, wenn es eine Tat gibt, bei der Menschen mit Migrationshintergrund involviert sind, dann muss immer auch künftig nach einem rechtsradikalen, nach einem rechtsterroristischen Motiv gesucht werden. Und es kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, wie das bei diesen 10 Fällen der Fall war. Das darf sich, das wird sich nie wiederholen in dieser Republik, liebe Freundinnen und Freunde. Außerdem brauchen wir dringend etwas, was die grünen Innen- und Rechtspolitiker schon seit vielen, vielen Jahren gefordert haben. Unabhängige Clearingstellen. Und zwar Clearingstellen, wo nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund hin können, sondern auch Polizisten selber hin können, die sagen, das finde ich nicht okay, was da passiert ist. Auch für die brauchen wir solche Clearingstellen. Das muss endlich eingeführt werden. Wir haben in Nordirland sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich will das in aller Klarheit sagen. Es geht hier nicht darum, die Verantwortung bei einzelnen Polizeibeamten abzuladen. Verantwortlich ist die Politik, die das nicht entsprechend umgebaut hat in der Vergangenheit, liebe Freundinnen und Freunde. Drittens, wir müssen den Migrantenanteil bei unseren Polizeien so ausbauen, dass jeder Polizeizug künftig ein Querschnitt der Bevölkerung ist, mit allen, die in der Gesellschaft leben. Nur so kann jeder das Gefühl bekommen, dass es meine Polizei ist, zu der ich gehe, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir müssen auch die Bilder, die wir in den Köpfen haben, in Frage stellen. Wie kann ich denn erwarten von dem Polizeibeamten, dass er ein anderes Bild von Migranten hat, wenn er Migranten vor allem als Tatverdächtige erfährt? Deshalb müssen wir auch dazu beitragen, dass bei uns in der Gesellschaft die kulturellen Schranken endlich eingerissen werden. Nicht wir sind diejenigen mit den Parallelgesellschaften. Die Parallelgesellschaft muss man bei anderen suchen. Bei denen suchen, die das Staatsangehörigkeitsrecht nicht ändern wollten. Bei denen suchen, die die Gesellschaft in deutschen Ausländer gespalten haben. Wir wollen eine gemeinsame Gesellschaft in alle, die mit anpacken. Unabhängig davon, wo sie herkommen.
gleichberechtigt sind, alle in Nordrhein-Westfalen, die hier leben, mit anpacken, zum Wohle dieses Landes beitragen wollen, sind für uns Nordrhein-Westfalen. Da ist uns völlig egal, wo sie herkommen. Das sehen wir wie der alte Karl Zuckmayer, der das wunderschön beschrieben hat über den Rheinländer. Und genauso wünschen wir uns das künftig für die ganze Republik, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will, als ich in der Bundesversammlung saß, bei der Wahl von Joachim Gauck, habe ich nachgedacht über das, was passiert ist, über den ganzen Prozess. Aber ich fand es klasse, dass gerade ihr, die Grüne Nordrhein-Westfalen, die Gamze Kubaschuk, die Tochter von einem ermordeten Opfer des Rechtsterrorismus, nominiert habt. Ich fand es deshalb klasse, weil es ein Symbol ist für das Deutschland des Jahres 2012. Und ich will bei allem Wahlkampf, so viel Fairness muss sein, auch sagen, dass es gut war, dass Frau Melville de Gensch die 5 ihrer engsten Angehörigen bei einem rechtsradikalen terroristischen Anschlag in Solingen verloren hat, dass sie von der CDU nominiert war. Das wäre nicht immer selbstverständlich gewesen. Auch das ist gut. Es ist gut für unser Land, liebe Freundinnen und Freunde. Wem es wirklich um die Bekämpfung des Rechtsradikalismus geht, der muss vor allem den eigentlichen Verfassungsschutz dieser Gesellschaft stärken. Und der eigentliche Verfassungsschutz, das sind nicht die Landesämter für Verfassungsschutz. Das sind die ungezählten Initiativen vor Ort, die die Drecksarbeit für uns alle machen, die sich den Rechten in den Weg stellen und kämpfen für unsere Demokratie, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb mein Appell an Berlin, machen Sie es denen nicht noch schwerer, mit der unsinnigen Extremismusklausel. Kassieren Sie die Extremismusklausel, Frau Schröder, und helfen Sie den Initiativen vor Ort bei ihrer wichtigen Arbeit für unsere Demokratie, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mir ist alles andere als bange, wenn ich hier in die Runde schaue, was die nächsten Wochen angeht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe eine selbstbewusste Partei, Bündnis 90 Die Grünen, die jetzt natürlich auch, wie ich, liest in den Zeitungen, dass wir im Bund angeblich im Sinkflug wären. Das sind übrigens dieselben Journalisten, denen es letztes Jahr nicht schnell genug gehen konnte und die richtig enttäuscht waren, wenn wir nicht Kanzlerkandidaten nominiert haben. Es war richtig, dass wir damals keine Kanzlerkandidaten nominiert haben. Und es ist absurd, jetzt davon zu sprechen, dass die Grünen angeblich im Sinkflug wären, liebe Freundinnen und Freunde. Es bleibt dabei, die Mitgliederzahlen reißen immer neue Rekorde. Wir werden bald, vielleicht sogar bei euch in Nordrhein-Westfalen, das 60.000. Mitglied begrüßen, hoffentlich. Ich komme dann vorbei. Wir haben dem Saarland gezeigt, bei einer schwierigen Wahl, wo uns der Wind in Orkanstärke ins Gesicht geweht hat, dass die Grünen kämpfen können, dass die Grünen auch in Zeiten, wo wir nicht nur Rückenwind haben, in der Lage sind, den Wiedereinzug in den Landtag im Saarland zu schaffen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Bündnis 90 Die Grünen das, was sie auszeichnet, weiter stärken. Wir sind in 16 von 16 Landtagen vertreten. Wir sind die dritte Kraft in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich meine, wer hätte je gedacht, dass Bündnis 90 Die Grünen mal gleichzeitig in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen an der Macht sind, regieren, im einen Land mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Silvia Löhrmann, im anderen Land mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Ich finde, es ist ein schönes Symbol für dieses sich verändernde Deutschland, liebe Freunde und Freunde. Und könnten wir da noch ein paar mehr Grüne an Regierungen vorstellen, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt heißt es, Ärmel hochkrempeln, reinhauen bis zum Wahlabend und dann hoffentlich, liebe Freunde und Freunde, werden wir gemeinsam feiern am Wahlabend. Ich freue mich jedenfalls schon auf den 13. Mai, dann mit euch gemeinsam in Düsseldorf. Am Tag davor werden manche von euch vielleicht sich freuen darüber, dass Dortmund im Pokal gegen die Bayern gewonnen hat. Aufpassen, nicht zu früh klatschen. Die gute Nachricht, der Gegner heißt auch nicht VfB Stuttgart. Das musste jetzt sein. Die Schalke unter euch werden sich möglicherweise darüber ärgern. Aber am Ende werden wir gemeinsam ein grandioses Wahlergebnis feiern. Bündnis 90 Die Grünen vorne in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank.